Willkommen zurück zu Spellforce 2 Demons of the Past auf der mittleren Insel. Mittlerweile auch wieder mit Jorball, ne? Der kann wieder fliegen. Haben wir ja in der letzten Folge gesehen, dass das wieder kann. Ne? Ist ja jetzt wieder hier. Und wir müssen jetzt irgendwie drei Wächter besiegen. Mal sehen. Ja, gut. So aus, als stünden wir dem nächsten Hindernis auf dem Weg zu Kerona gegenüber. Was kommt als nächstes? Ein riesiger Regenbogen-Golem? Das wäre cool, ein riesiger Regenbogen-Golem. Gut, ja. Ich hoffe mal, wir können die einzeln angreifen. Wobei, das macht scheinbar nichts. Die sind halt super schwach. Ah, da ist Kerona drin gefangen. Das ist das Gefängnis. Mit einer komischen Kuppel. So, und jetzt müssen wir hier aufmachen. Eine Sphäre aus Kristall, die in allen Farben des Regenbogens erstrahlt. Wenn man das sehen könnte auch, dann wäre das zwar cool, aber jetzt kapiere ich überhaupt auch erst diesen Spruch mit dem Regenbogen. Man sieht das halt nicht. Dann machen wir mal. Ne? Führ den Gefängnisschlüssel ein. Okay. Den Mund halten. Richtig, Regenbogen-Golem, lol. Jetzt? Gut. Ach so, vielleicht ja. Hier hin. Mhm. Und da mit? Gut. Nee. Mhm. Was ist denn jetzt unser Ziel? Wie sieht die Wächter-Golems? Ja, aber was ist denn. Der hat jetzt immer noch. Ja. Geht aber zum Kraftkristall. Ja. Da hat doch bestimmt jetzt irgendwelche. Ja, gut. Wir sind schon tot. Der macht doch bestimmt irgendwas, oder? Gut. Ach so, den kann ich angreifen. Ah. Okay, ja, dann macht das Sinn. Wie soll ich vielleicht hier den Kuhle mal greifen? Eine reine Qualle! Da ist irgendwie ein Ausrufezeichen auf dem Boden. Das machen wir gleich. Ich mache erstmal diesen Kraftkristall weg. Und hier noch mehr Kristalle. Wir haben hier noch ein Kristall, ne? Wahrscheinlich, wenn wir den Ausrufezeichen benutzen, dann. Ah, jetzt müssen wir das benutzen, wahrscheinlich. Leute. Ein zauberhafter Kristallsplitter.
Können wir den jetzt besiegen mit dem Kristallsplitter, weil wir wahrscheinlich den Kristall so geschlagen haben, dass er abgebröckelt ist? Verstehe es nicht. Oder? Jetzt können wir ihn wieder unterprügeln. Okay. Jetzt ist er weg. Ja, und jetzt? Gut, ja. Ja. Ja, das können wir da auch nochmal hin. Ist da auch noch irgendwie was wir... Ja, gut. Auch noch ein Kraftkristall. Ja, wahrscheinlich gibt's drei oder so, ne? Ja. Wahrscheinlich gibt es drei Kraftkristalle. Und wir müssen alle kaputt machen. Und hier ist irgendwie noch einer, aber den sehe ich mir noch nicht, weil das einfach dunkel ist. Ein zauberter Kristallsplitter, ey. Das dritte Kristallstück, hey. Wie erwartet. Oh, der Kristall ging aber schneller kaputt. So, dann schnell zum dritten. Nicht zum dritten, sondern zum zweiten oder zum ersten. Wenn das der erste gewesen war, dann ist das der zweite. Und wenn das der zweite gewesen wäre, dann ist das... Ist auch egal. Ja. Wir können immer noch angreifen, wo es nicht angreifbar ist, weil wahrscheinlich da wieder zurückkommt, ne? Ja. Da ist der Kristallsplitter. Hallo? Nimm ihn! So, jetzt haben wir alle. Eventuell stirbt er jetzt. Wenn alles so ist, wie ich es mir denke. Ja. Ja, gut. Ja. Und jetzt können wir... Okay, jetzt müssen wir hier... Müssen wir hier wieder hin. Eine Sphäre aus Kristall können wir Gefängnisschlüssel reinlegen und... Dort ist Kerona. Willkommen zurück, Wächterin. Wann bin ich... Zur Zeit deines Todes. Stirb, du Schlange. Zariel, nein! Nicht gut. Was zum... Es war sie, Gefährtin. Oh nein. Kerona, nein! Sie ist nur bewusstlos, Shaikan. Nicht tot. Und Zariel? Fahrt! Wir sollten uns sofort zu den Ebenen von Argan aufmachen. Es ist ein langer Weg. Ich wünschte, wir wären schon dort. Euer Wunsch sei mir Befehl. Ebenen von Argan. Das Ende. Ich fühle es. Es ist nah. Zeit für uns wieder Wächter und nicht mehr nur Beobachter zu sein. Es könnte daher sein, dass dies mein letzter Brief an euch wird. Vielleicht könnt ihr ja auch Teil der neuen Zeit sein. Lebt wohl, meine Freundin. Darius Deville. Ja, das scheint
bestimmt ist das die letzte Map oder sowas, weil wir sehen da Sazut als Artwork, ganz schön. Und es wird vom Ende geredet. Und wir wurden hart verarscht. Von der einen da. War alles geplant, die war eigentlich auf Sazuts Seite. Und ich glaube, die ist ja auch schon in vor. Ist sie nicht schon auch in Spellforce 2 Dragonstorm mal aufgetaucht? Oder so? Also, wie hart lange das geplant war von der, ne? Naja, also die Story in dem Spiel ist eh so ganz weird, aber. Zeit ist noch in Ordnung. Aber ja. Das habe ich nicht erwartet. Ja, mal schauen, was jetzt passiert. Eventuell müssen wir jetzt gegen Sazut kämpfen. Ich bin mindestens genauso überrascht wie ihr, Shaikan. Gerade noch diskutierte ich unsere neue Lage mit einem meiner Männer, als in einem hellen Lichtblitz die Eiswüsten verschwanden und wir uns hier wiederfanden. Ich bin allerdings nicht ganz sicher, was schlimmer ist, das Eis oder diese Bäume. Kopf hoch, Drakon. Eine ruhmreiche Schlacht erwartet euch und eure Leute. Ich sehe nichts Ruhmreiches darin, gegen Sariel zu kämpfen. Dennoch wissen wir jetzt, warum sie nichts von ihrem wiedererlangten Gedächtnis preisgegeben hat. Sie war die ganze Zeit darauf aus, unseren Plan zu vereiteln, Kerona für uns zu gewinnen. Es bleiben so viele Fragen offen. Ich wusste, dass Sariel uns Wissen vorenthielt, aber dass sie die ganze Zeit über ein Feind war? Sie hat uns alle zum Narren gehalten. Glaubt ihr, dass sie Sazuts mysteriöse Gefährtin ist? Die er angeblich in der Stadt der Former verlor? Das würde schon Sinn machen. Deshalb haben die Namenlosen auch in den Schluchten von Kulrath nach ihr verlangt. Die Zeit zu reden ist vorbei, jetzt ist Handeln angesagt. Drakon, werdet ihr und eure Leute meinem Kommando folgen? Wir stehen zu eurer Verfügung, Shaikan. Wenn das Schicksal von Eo auf dem Spiel steht, bleibt kein Platz für kleinliche Eitelkeiten. Wahre Worte, Drakon. Folgt mir. Bauen? Bauen. Okay, bauen. Wie sieht's da, Sud? Wir sind am Ende. Wo ist er? Ist er hier? Das ist, glaube ich, auch ein Haus von uns irgendwie. Ist er hier? Nee, hier ist noch irgendwer anderes und wir sind hier. Das ist unser Haupthaus. Das können wir nicht benutzen. Achso, das sind unsere Verbündeten? Böse? Das können wir auch nicht benutzen. Okay, dann bauen wir selber unser Schicksal uns hier auf. Ich hoffe nur, dass wir hier nicht so hart angegriffen werden. Und hier irgendwie. Oh, geil. Wir haben zumindest schon mal ein bisschen mehr Stein. Also drei Leute. Oh. Und wie viel haben wir? Oh, okay, aber nicht so. Ah, 12.000. Das ist. Ja. Das kriegen wir schon hin. Da werden wir schon was Cooles machen. So, zack, erstmal hier die ganzen Sachen bauen. Und dann nochmal. Also das sollte dann durchaus schneller gehen, wenn wir da ein paar mehr Leute hinschicken. So, können wir nochmal zwei hinschicken. Bauen nochmal zwei hinschicken. Auch nochmal zwei hinschicken. Weil es immer noch ein Feld bei jedem frei, da müssen wir mal sehen, wir bauen jetzt erstmal hier ein bisschen was auf. So, Haupthaus haben wir schon, okay. Kampfschule, genau. Wir fangen mal mit der Kampfschule an. Und wie schnell wir hier schon
Ne? Also das geht halt hier zack, zack. Dadurch, dass wir mehr Leute hier in den Sachen dahin platzieren können, das ist natürlich schon ganz geil. So, wir bauen hier ein bisschen schneller meine Armee auf, weil ich weiß jetzt nicht, wann die kommen. Hier ist ein Verteidigungsturm zwar, der auch uns scheinbar gehört. Aber es kann ja immer noch sein, dass hier irgendwie gleich hier was passiert. Ne? Deswegen müssen wir ja auf der Hut sein. Mal da irgendwie noch einen bauen, das ist halt hässlich. So, dann holen wir mal die Schattenerweiterung. Und wir holen uns von ein paar. Und bauen. Das wird ein Spaß. Wir können jetzt hier ein bisschen besser bauen. Gleichzeitig brauchen wir schnell eine Armee, um schon mal zu gucken, wo noch weitere Ressourcen sind. Ich denke mal nicht, dass es ausreichen wird. Schattenkristall. Und ein paar mehr Leute von denen. So. Dann brauchen wir noch mehr Gebäude. Wir werden noch nicht angegriffen. Unsere Quest ist auch: Sprecht entweder mit Leutnant Kai, Guan Ka oder General Redmond. Weil dann ist ja sowas von. Sprecht das entweder mit Leutnant Kai oder Schreitkräfte oder General Redmond, das wäre der Bund. Entweder mit ihm hier oder mit ihm hier. Ich würde eher sagen, wir reden mit ihm hier. Wobei, es ist ja eigentlich, also relativ ist es egal, ne? Also ich meine, das sind auch Menschen, die halt abbauen und die hier auch. Also, oder? Oder gibt es da noch etwas größeren Unterschied? Wollen wir die nehmen? Aber wir bauen erstmal unser Lager auf. Wir bauen erstmal unser Lager auf und dann entscheiden wir uns. So wird's gemacht. Bis jetzt passiert auch noch nichts, ne? Ich meine, es kommen noch keine Gegner oder so. Könnte ja gemacht werden, aber wahrscheinlich ist es auch so gedacht, dass wir jetzt erstmal unser Lager aufbauen, oder? Denke mal schon. So, ein paar Leute hier noch und wir brauchen noch mal von den Leuten hier ein bisschen was. So, wir können, ah ne, genau hier, dann können wir das Upgrade hier machen. Okay. Okay. Da hätten wir dann unseren Angriff. Dann müssen wir hier Schlag auf Schlag ein bisschen hier reinhauen und dann nochmal unser ganzes bisschen erhöhen. 50 haben wir. Ah, scheiße, das sind die Nacht mal. Ah, fucking hell. Ja, die Nachtmaren, ja. Ah, da hole ich mir lieber Gargoyles. Die können zumindest dann auch noch mit angreifen. Auf dem Boden und in der Luft, ne? Ja, komm, die Nachtmaren, die baue ich jetzt auch noch mal ein bisschen. So, Upgrade, Upgrade. Habe ich da ein Steinproblem? Okay. Ah, okay, ist das normal? In OBS sieht das nicht so aus, okay. Also ihr seht das jetzt nicht. Aber ich sehe das, dass es einfach nur extrem blau ist. Also es ist alles hart blau. Und hier, wo hier,
ist in OBS ja voll die Beleuchtung. Bei mir auf dem Bildschirm nicht. Bei mir ist hier nicht so ein Beleuchtungskegel. Hier ist einfach alles blau. Was ist das denn für ein Kack? Also diese Beleuchtung hier drumherum, die sehe ich auch. Aber auch nicht so stark wie in OBS. Währenddessen ich hier diesen Beleuchtungskegel, der hier ist, den sehe ich gar nicht. Okay, also wir haben hier wieder krasse Grafik. Ne? Oh, Brandon hat 200 Gold erhalten. Bill Gates. Ha! Bill Gates, was zum Henker. Er hätte 20.000. Achso, wir könnten auch wieder bei den Leuten da ein bisschen was einkaufen. Das sind auch wieder Händler. Das könnten wir theoretisch machen. Gehen schon los oder vermehren wir sich? Keine Ahnung. Ich baue mein Lager noch weiter auf. Ich bin noch nicht so weit. So. Können wir nicht weiter upgraden? Doch, hier können wir noch upgraden. Akademie, das machen wir natürlich. So, dann haben wir jetzt noch ein bisschen was an Schatten gebaut. Wir wollen aber natürlich noch ein bisschen was übrig haben für andere. Ne? Deswegen bauen wir da auch noch... wir können ja jetzt... Also wenn wir jetzt das Stein haben... Oh, die werden angegriffen. Von wie viel? Holy! Ach nee, das ist gar nicht so viel. Und die sind auch nur Level 20. Ja, das kriegt doch. Ja. Achso, diese Klingenmeisterin sahen so aus, als wären das Feinde. Aber nö, das... Oh, wir werden auch angegriffen. Sehe ich gerade. Vorwärts! Dorthin! Abmarsch. Wir sind schon tot. Das. Oh, der hat einen One-Hit gemacht. Alles klar. Müssen wir jetzt wieder ein paar Leute hinschicken. So, dann wollen wir mal gucken. Was können wir denn jetzt bauen? Wir können eine schwarze Festung. Nee, können wir nicht hier. Ah, wir brauchen Stein. Okay, Stein ist schon was Feines. Typischen Steinprobleme, die wir haben. Oh, wir können aber Hexerinnen noch mal bauen. Warte mal, ein paar Hexerinnen. So, haben wir davon noch ein paar. Und dann da noch und. Mauern bauen hier auch noch. Haben wir noch. Ah, das ist so gemacht. Und dann bauen wir noch mal so ein Haus. Da. Und wir bauen noch ein paar Leute hier. Wir können eigentlich direkt hier die Leute hier bauen, ne? Wenn wir dann irgendwie da so, wir brauchen noch einen beim Stein und sowas, wo wir einen Stein, denn die sind genau in der Nähe. Ich glaube, das klappt alles. Aber manchmal klappt das halt eben nicht, ne? Wenn das Gebäude nicht so nah dran ist, dann gehen die da nicht automatisch hin. So. Ich würde mal sagen, wir können jetzt die nächsten Sachen bauen. Dann machen wir das mal. Wir werden immer noch angegriffen hier. Na, aber das sind halt... Ja, das sind 17. Die eben waren die noch 20, jetzt sind die 17, die werden immer schwächer. Das ist ganz komisch. Also ich denke mal, das wird schon alles hinhauen. Die werden sich verteidigen können, denke ich mal. Und wir kriegen das auch hin. Das ist jetzt nicht das Problem da. Das Einzige, was ein bisschen doof ist, ist natürlich, dass wir hier ein riesengroßes Gebiet haben, was natürlich auch wieder geil ist. Aber dadurch können die teilweise an uns vorbei sneaken und unsere Leute killen und ich bemerke das nicht. Oder erst zu spät. Na, das ist natürlich ein bisschen doof dann. Ja, genau, wie wir ja wissen, Gargold können ja Bodeneinheiten scheinbar angreifen, die wir ja gelernt haben. Oh ja, das bauen wir auch nochmal hier irgendwo hin, da so. Ist wahrscheinlich wieder das Limit, ne? Ja, also wenn ich jetzt noch einmal upgrade. Bauen wir mindestens 5 noch, um den Titan zu holen, damit wir den auch noch haben. Und
Dann, ja, es scheint sogar kein Problem zu sein, mit den Ressourcen, die wir hier haben, auszukommen. Das ist gar nicht so schlecht. Wir müssen aber noch dran denken, wenn dann diese ganzen Leute hier ankommen, dass wir hier Türme bauen. Oder ich nur mit der Hälfte der Armee erstmal losziehe. Weil erstmal will ich ja gar nicht kämpfen, sondern erstmal will ich nur hier Hallo sagen, ne? Boah, die positionieren sich hier schon. Auch nicht. Yes! Okay. So, hier, jetzt können wir Platzbedarf. Achso, ja, kann man nicht. Warum haben wir das nicht? Wir brauchen mehr Platz. Und das letzte Upgrade machen wir auch nochmal. Dann haben wir das schon mal. So, zack. Ja. Kommen die alle mal hierher. Naja, und dann natürlich noch die Magma-Schmiede, damit wir Steingolems auch noch herstellen können. Stein-Gargoyle meine ich, nicht Golems. Wahrscheinlich auf selbe hinaus. So, dann noch mal ein paar Feuerdinger. Okay, oder zwei. Wir brauchen 800 Silber, 1200 Lenier. Okay, das haben wir alles, aber wir haben keinen Platz mehr. Den holen wir uns. Platzieren. Würde ich nämlich sagen, bauen wir den Dingens natürlich auch, ne, und dann den restlichen. Ah, wir könnten, ja, stimmt, wir können jetzt ja auch noch die Dunkelelfen, ne, können wir jetzt auch noch machen. Wir haben doch hier, genau. Können wir auch noch ein paar Leute uns holen. Aber ich will auch von den Gargoyles halt Leute haben. 80 ist einfach definitiv zu wenig. Ich glaube, das reicht an Fliegern auch aus, ne? Also. So. Sind schon bei 28 Minuten. Ja, dann würde ich sagen, F9 und dann machen wir beim nächsten Mal weiter. Das läuft ganz gut. Dann würde ich sagen, beim nächsten Mal bauen wir noch ein bisschen weiter. Wir versuchen halt zu 80, zum Maximallimit von 80 zu kommen. Das kriegen wir in der nächsten Woche wahrscheinlich hin. Und dann, ja, mal sehen. Also wir wurden jetzt lange nicht mal angegriffen. Ich würde trotzdem sagen, wir gehen nicht mit allen los, aber so mit ein paar schon und dann reden wir mal mit denen, weil sonst geht es ja hier nicht weiter. Oder wir erkunden mal kurz ein bisschen die Umgebung, aber wahrscheinlich treffen wir dann auf ein Lager von Sasut oder von den Leuten, die halt eben so ein bisschen größer sind und wir wahrscheinlich nicht alleine das machen können und wir dazu dann die Hilfe von denen brauchen. Warum wir dann aber nur mit einem von beiden reden sollen, keine Ahnung, aber ist halt so. Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Tschüss.